Wudi der Wichtel von Tika Bräuner. Es ist früh am Morgen. Wudi, der kleine Wichtel, ist noch gar nicht richtig wach. Faul liegt er an seinem Bettchen und reckt und streckt sich. Wudi, aufstehen, ruft Mama. Das Frühstück steht schon auf dem Tisch. Juhu, ruft Wudi und springt fröhlich aus dem Bett. Die Sonne scheint. Da steht unserem Picknick ja nichts mehr im Wege. Mama, hast du unseren Korb schon gepackt? Na klar, mein Schatz, antwortet Mama Wichtel lächelnd. Aber jetzt geh erst einmal das Gesicht waschen und komm zum Frühstück. Mach ich, ruft Wudi und hüpft aus dem Bett. Natürlich ohne sich das Gesicht zu waschen. Zum Glück kommen da gerade Papa Wichtel und Opa Knautz. Guten Morgen, Wudi, grüßt ihn Papa und zwickt ihn in die Wange. Guten Morgen, ihr zwei. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ja, seufzt Opa Knautz, schon wieder ist ein Jahr vergangen, dass ich das noch erleben darf. Papa Wichtel lacht, das sagst du jedes Jahr. Aber sag einmal, Wudi, was hast du denn heute vor? Wir wollen heute an den Pusteblumenweiher zum Picknicken, antwortet Wudi und ist schon ganz aufgeregt. Doch wo bleiben nur seine Freunde, Wulle Maulwurf und Flinky Eichhorn? Papa Wichtel macht sich schon auf den Weg zur Arbeit im Bergwerk und Opa Knautz hat es sich auf seiner Bank vor dem Haus bequem gemacht. Da seid ihr ja endlich, begrüßt Wudi die zwei Freunde, als sie um der Ecke biegen. Wulle Maulwurf räubt sich den Bauch, als er den gefüllten Korb sieht. Eigentlich könnten wir das Picknick doch auch hier machen. Nix da, antwortet Flinky Eichhorn, das gibt's erst am Pusteblumenweiher. Passt gut auf euch auf, ruft Mama Wichtel noch, als sich die drei auf den Weg machen. Singend und springend laufen die drei Freunde durch den Wald. Ob es wohl schon viele Pusteblumen am Weiher gibt, fragt Flinky gerade, als sie hinter sich plötzlich ein tiefes Knurren hören. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, denkt sich Wudi noch. Und tatsächlich, es ist Falk der Fuchs. Was willst du denn? Fragt Wudi. Och, gar nichts, antwortet Falk und lächelt dabei ganz scheinheilig. Wer ist denn das? Falk schnüffelt gierig an Wulls Bäuchlein herum. Nix wie weg, ruft Flinky und die drei Freunde rennen so schnell sie können, mitten in den tiefen Wald hinein. Puh, das war knapp, keucht Flinky. Fast hätte Falk dich zum Mittagessen vertilgt, Wulle. Die drei Freunde sind sich schon wieder an einer neuen Klemme. So ein Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es zum Weiher geht, ruft Wudi. Wulle ist ganz verzweifelt. Was wollen wir denn jetzt machen? Dort vorne ist eine Lichtung, ruft Flinky Eichhorn von oben. Vielleicht hilft uns ja da jemand weiter. Und wenn Falk uns wieder aufspürt, fragt Wulle ängstlich, dann geben wir ihm ein bisschen von dem Kuchen, beruhigt ihn Wudi. Auf der Waldlichtung ist weit und breit niemand zu sehen. Ui, was ist denn das? An Wudis Jacke hängt plötzlich etwas Klebriges Rotes. Und es geht nicht mehr ab. Igitt, ruft Wudi erschrocken. Das sieht ja aus wie ein langer, klebriger Regenwurm, stottert Wulle und hat schon wieder Angst. Nur Flinky muss lachen. Er hat entdeckt, zu wem das klebrige etwas gehört. Aber, Herr Frosch, Wudi ist doch keine Fliege. Und tatsächlich, hinter einem Grasbüschel kommt ein Frosch herangehüpft. Freundlich hebt er sein blaues Hütchen und stellt sich den Dreien vor. Gestatten? Herr von Leichewitz, mein Name. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann, ich dachte, auf Ihrer Schulter säße eine Fliege. Meine Augen sind wohl nicht mehr die besten. Wudi hat sich von dem Schreck erholt und stellt sich und seine beiden Freunde vor. Eigentlich wollten wir zum Pusteblumenweiher, aber jetzt haben wir uns verlaufen. Mach doch nichts, entgegnet Herr von Leichewitz. Darf ich euch an meinen Seerosenweiher einladen, sozusagen als Wiedergutmachung? Die drei Freunde stimmen begeistert zu. Nachher zeige ich euch den Weg zurück, verspricht er ihnen. Dann können wir jetzt endlich unser Picknick machen, ruft Wulle. Am Ufer des Seerosenweihers breiten die drei ihre Decke aus und genießen die köstlichen Leckereien aus Mama Wichtels Korb. Herr von Leichewitz gesellt sich hinzu und gibt bei einem Gläschen Kräuterlimonade seine schönsten Froschgeschichten zum Besten.